In diesem Video möchte ich euch das Mini-Kamera-Stativ von Photo Pro vorstellen. Das habe ich mir auf Amazon gekauft. Link wie immer in der Videobeschreibung. Ich verwende das Stativ allerdings nicht für eine Kamera, sondern für Aufnahmen mit meinem H2N, also mit meinem Zoom H2N-Rekorder. Für dieses Video nehme ich auch den Ton mit dem Stativ und dem Mikrofon zusammen auf. Ich habe mir das Stativ deshalb gekauft, weil es Gummifüße hat und die Gummifüße die Vibration von der Platte, worauf das Mikrofon steht, hoffentlich nicht auf das Mikrofon überträgt. Das werde ich jetzt hier mal testen. Um das zu demonstrieren, werde ich das Stativ jetzt mal anstupsen, damit ihr dann hört, wie so diese Übertragung sich anhört auf der Aufnahme. Jetzt habe ich mal das Stativ berührt. Ich hoffe, man konnte es hören. Und jetzt werde ich mal auf die Tischplatte hauen. Ihr hört natürlich das Geräusch von der Tischplatte, aber die Frage ist, hört ihr ein Rumpeln, wie ich es gerade eben demonstriert habe? Also wird der Schall von der Tischplatte direkt über das Stativ ans Mikrofon übertragen. Das wollte ich ja gerade verhindern. Ich schlage jetzt mal drauf mit der Faust auf die Platte. Und ich hoffe, ihr habt jetzt nur den Ton vom Aufschlagen gehört und keine Rumpeln am Mikrofon. Von daher hätte jetzt das Gerät schon seinen Zweck erfüllt. Auf den Bildern könnt ihr nochmal sehen, wie flexibel das Ganze ist. Die Verarbeitung ist völlig in Ordnung für einen Preis von 11 Euro. Das Plastik ist jetzt nicht besonders hochwertig, aber auch für den Preis völlig okay. Durch diese biegsamen drei Füße hat man die Möglichkeit, das Stativ nochmal irgendwo zu befestigen, zum Beispiel an einem Baum oder an irgendwelchen Stangen. Das geht auch ziemlich gut und lässt sich auch rutschfest machen. Nochmal zum Testen habe ich jetzt hier eine Tasse vor mir stehen und die bewege ich jetzt mal auf dem Tisch hin und her. Ihr werdet es hören wahrscheinlich. Und ich lasse sie mal auf den Tisch fallen. Gut. Also, da ist jetzt immer die Frage, wie der Schall übertragen wird. Wird nur der Schall von dem Geräusch übertragen oder geht auch die Vibration von der Tischplatte aufs Mikrofon über? Ich hoffe natürlich, dass sie nicht übergeht. Allem in allem bin ich mit dem Gerät ansonsten sehr zufrieden. Dadurch, dass man diese Beine halt biegen kann, ist es halt auch sehr schön höhenverstellbar und sehr flexibel und eignet sich einfach für viele Aufnahmesituationen. Ich habe es jetzt hier auf meinem Tisch stehen und habe das genau in der Höhe von meinem Mund, genauso wie ich es haben will, also kann direkt reinsprechen.